Herzlich willkommen zur Asklepios Informationssendung. Auch wenn uns eine Operation immer wieder wie ein Riesending vorkommen mag, das Gute daran ist, dass die Methoden immer schonender werden. Die Einschnitte werden immer kleiner, die Eingriffe werden immer präziser. Das gilt auch in der Urologie, wenn es zum Beispiel darum geht, Tumoren zu operieren oder anderes. Bei mir ist Professor Roman Ganzer. Er ist Chefarzt der Urologie an der Asklepios Stadtklinik Bad Tölz. Schön, dass Sie da sind, Herr Professor Ganzer. Ja, vielen Dank für die Einladung. Sagen Sie uns doch, welche Möglichkeiten haben Sie, Eingriffe durchzuführen? Ja, natürlich basiert die operative Therapie in der Urologie auf der offenen Chirurgie. So sind die ganzen Methoden entstanden. Es ist mittlerweile so, dass viele dieser Eingriffe nach und nach ersetzt worden sind durch die Schlüssellocheingriffe, durch die minimalinvasive Chirurgie. Hier ist besonders in den letzten Jahren die Laparoskopie etabliert worden, wo der Chirurg also mit den Geräten direkt am Patienten steht. Und diese Techniken sind wiederum immer mehr ersetzt worden durch die sogenannte Roboterchirurgie, wo weltweit in den letzten 10 Jahren das sogenannte Da Vinci-System immer weiter einen Siegeszug erfahren hat. Und dieses System, das mittlerweile schon in der 4. Generation auf dem Markt ist, setzen wir bei uns auch in Bad Tölz ein. Für welche Behandlung setzen Sie das denn in erster Linie ein, diesen Roboter? Zunächst mal handelt es sich bei diesem Da Vinci-Roboter um nichts anderes als um ein Werkzeug, das der Chirurg bedienen muss. Also dieses Gerät macht nichts selbstständig. Und mit diesem Werkzeug kann man letztendlich eine ganze Palette an Operationen durchführen. In erster Linie führen wir nervschonende Prostata-Operationen bei Prostatakrebs durch, wo die Prostata so schonend wie möglich entfernt wird. Ein anderes großes Feld ist die Entfernung von Nierentumoren, wo versucht wird, die Niere zu erhalten. Man kann aber auch andere Eingriffe durchführen, wie zum Beispiel eine Rekonstruktion des Harnleiters, wenn es aufgrund verschiedener Ursachen zu einer Verengung vom Harnleiter gekommen ist, was unter anderem auch angeboren sein kann. Macht denn der Roboter das alleine oder haben Sie die Sache noch in der Hand? Ja, letztendlich ist das Stichwort Roboter für viele Patienten nicht nur anziehend, sondern teilweise auch abschreckend, weil Patienten genau davor Angst haben können, dass ihr Schicksal in die Hände eines Roboters gelegt wird. Von daher ist dieser Begriff etwas verwirrend, weil es sich hierbei nicht um einen Roboter handelt, sondern um ein sogenanntes Master-Slave-System, eher eine Fernsteuerung. Also dieses System überträgt letztendlich nur die Bewegungen der Hände und auch der Füße vom Chirurgen, macht aber nichts selbstständig. Sobald der Chirurg mit seinen Bewegungen der Hände aufhört, steht auch dieses Instrument. Von daher handelt es sich eigentlich nicht um einen Roboter. Das ist ja ein ziemlich teures Gerät. Was ist denn der Vorteil? Ja, natürlich schrecken die Kosten erstmal sehr ab für den Krankenhausträger. Von daher stellt sich natürlich berechtigterweise die Frage, profitiert der Patient davon oder nur der Chirurg, weil er sitzen kann und alles entspannt in 3D sehen kann. Es ist aber so, dass durch viele, viele Patienten, die weltweit operiert worden sind, natürlich jetzt immer mehr Daten vorliegen, die eindeutig belegen, dass die Patientenvorteile auch vorhanden sind. Zunächst mal ist es schonend für den Patienten, das spiegelt sich wieder in geringeren Komplikationsraten, weniger Blutverlust, einer schnelleren Rekonvaleszenz, wodurch der Patient auch kürzer im Krankenhaus ist. Und gerade bei Prostatakrebs können durch ein entsprechendes Training des Chirurgen die Nebenwirkungen, was gerade die Inkontinenz und die Impotenz betrifft, für den Patienten reduziert werden. Ja, nun ist ja diese Technik zwar schon erfahren, aber doch ja immer noch relativ neu. Wo bekommt man denn dafür die Routine? Ja, so neu ist sie jetzt mittlerweile auch nicht mehr. Also im Vergleich mal andere Länder betrachtend, in USA werden weit über 90% der radikalen Prostata-Entfernungen mit dem Da Vinci-System durchgeführt. In Deutschland ist es ungefähr 40-50%. Natürlich erfordert so eine Operation eine ausgeprägte Trainingsphase. Es ist also nicht so, dass man sich so ein Gerät zulegen kann und dann damit beginnt, sondern man belegt verschiedene Kurse, wo man an Simulatoren arbeiten kann. Und dann ist es ganz wichtig, dass man das in einer Abteilung lernt, wo erfahrene Operateure da sind, die einem modulweise am Anfang diese Operationen beibringen, und am Ende führt man diese Operation selber durch, hat aber potenziell noch jemanden im Hintergrund, der einen unterstützen könnte. Bei mir war es beispielsweise so, dass ich viele Jahre
bei meinem früheren Doktorvater, bei Professor Stolzenburg, diese Methode lernen konnte, an einem sehr großen Zentrum mit hohen Fallzahlen und hoher Expertise. Und dort habe ich für den Da Vinci das entsprechende Rüstzeug bekommen. Ja, das ist ja alles Hightech. Und jetzt, wenn es um so eine Prostata-Operation geht oder überhaupt, wenn es erstmal um die Diagnose des Prostatakrebses geht, dann gibt es ja auch Geräte inzwischen, die ganz genau erkennen können, ob Krebs da ist oder nicht. Können Sie uns was darüber erzählen? So ist es. Also früher war Prostatakrebs eine Alles-oder-Nichts-Diagnose, wo operiert oder bestrahlt wurde, in fast jedem Fall. Mittlerweile kennt man sich mehr aus mit der Biologie und auch mit der Bösartigkeit des Prostatakrebses und weiß eben, dass viele dieser Tumore auch gar nicht operiert oder behandelt werden müssen. Und um diese Frage für den Patienten beantworten zu können, haben wir mittlerweile bessere Bildgebungsverfahren wie das Kernspinnen der Prostata, was in spezialisierten Einrichtungen durchgeführt werden kann. Und mit dieser Kernspininformation haben wir die Möglichkeit, eine sogenannte Fusionsbiopsie durchzuführen, wo also in einem Ultraschallgerät das MRT eingelesen wird und wo man ganz gezielt an die verdächtigen Areale hinpunktieren kann und dort die Probe nehmen kann. Mit so einem System arbeiten wir auch in Bad Tölz. Und da gewinnen wir mehr Informationen, wo der Tumor sitzt, wie aggressiv er ist. Und das können wir dann auch sehr gut für die Operation als Information verwenden. Das heißt, man muss nicht die Biopsie vielleicht nochmal wiederholen und man hat eine höhere Gewissheit offensichtlich. Ideal ist es, wenn eine Biopsie primär gleich mit so einem System durchgeführt wurde. Unter bestimmten Fragestellungen kann man so eine Biopsie aber auch mit einem solchen System wiederholen, um zu wissen, beispielsweise sitzt dieser Tumor in der Nähe der Nerven, die für die Gliedsteife verantwortlich sind, weil das oberste Ziel dieser Operation ist nach wie vor natürlich die Tumorentfernung und an zweiter Stelle kommt dann die Möglichkeit, die Lebensqualität so gut wie möglich für den Patienten zu erhalten. Ja. Jetzt operieren Sie ja nicht alles mit dem Da Vinci-Roboter und der Technik drumherum, sondern es gibt ja auch noch andere Eingriffe, die einfach laparoskopisch durchgeführt werden oder in der 3D-Laparoskopie. Wofür ist das am besten? So ist es. Also der Da Vinci zeichnet sich zunächst mal dadurch aus, dass wir eine unglaubliche Beweglichkeit der Instrumente haben, also alles, was die Handgelenke durchführen, wird von diesem Roboter umgesetzt und so bewegen sich auch die kleinen Spitzen der Instrumente. Das heißt, wir können sehr feine Bewegungen durchführen, wir können die Geräte abwinkeln. Aber es gibt durchaus Eingriffe, wo wir das nicht unbedingt brauchen und wo wir genauso gut und dann auch mit geringeren Kosten mit der Laparoskopie arbeiten können. Die Schnitte und das Zugangstrauma, wie wir sagen, ist für den Patienten genau das Gleiche. Und so setzen wir diese Technologie ein, wenn eine Niere komplett entfernt werden muss. Das kann tumorbedingt sein, das kann auch bedingt sein durch eine Schrumpfniere, die sich über die Jahre entwickelt hat. Aber auch Entfernung bei gutartiger Prostatavergrößerung können wir damit durchführen oder die Entfernung von großen Nierenzysten, die für Patienten und Patientinnen Beschwerden machen, können wir exzellent mit diesem Eingriff auch durchführen. Und muss ich mir dann Sorgen machen, dass wenn das Ganze mit Da Vinci funktioniert hätte bei mir, dass ich dann schneller gesund gewesen wäre, dass man zielgerichteter hätte arbeiten können? Nein, also wenn wir von der Datenlage und von der eigenen Erfahrung her den Eindruck haben, dass der Da Vinci keinen Vorteil bringt, sind die Beschwerden für den Patienten bei den Eingriffen, die ich gerade genannt habe, im Grunde genommen genauso gering und die Patienten gehen genauso früh nach Hause. Also beispielsweise nach einer kompletten Entfernung einer Niere ist es möglich, den Patienten in gutem Zustand nach 4 Tagen wieder zu entlassen. Ja, wenn der Patient nachher nach Hause geht, dann soll er ja von Ihnen auch nochmal einen guten Tipp bekommen, wie er sich weiter verhalten soll. Und es gibt ja auch Patienten, die ein großes Interesse daran haben, wie jetzt eigentlich bei Ihnen die Behandlung abgelaufen ist. Sie haben mir im Vorgespräch erzählt, dass jeder sich im Nachhinein das anschauen kann, 3D tatsächlich auch, was da mit ihm passiert ist. Stimmt das? So? Ja, es ist natürlich so, dass viele Patienten, wie Sie vorhin schon gesagt haben, eine gewisse Grundskepsis mitbringen, gerade bei dem Stichwort Roboter, und sich auch in verschiedenen Einrichtungen erkundigen, lasse ich mich besser offen operieren oder lasse ich mich mit dem Da Vinci operieren. Und wir haben bei uns die Möglichkeit, jeden unserer durchgeführten Eingriffe in 3D aufzuzeichnen. Das ist auch für unsere eigene Qualitätskontrolle sehr wichtig. Und hier besteht natürlich die Möglichkeit, den Patienten ausgewählte Sequenzen zu zeigen. Also die kriegen eine 3D-Brille auf, wie im 3D-Kino. Und können sich dann wirklich so eine 3D-Sequenz anschauen und haben dann mal eine gewisse Vorstellung, was dann bei Ihnen
im Körper stattfinden würde und gewinnen dadurch auch sehr schnell Vertrauen dazu. Ja, bleibt noch das Thema offene OP, was sich jetzt in unserem Gespräch schon fast so anhört, als ob man die gar nicht mehr braucht. Aber so kann es ja nicht sein. Ja, so ist es natürlich auch nicht. Also man darf nicht den Fehler machen, bloß weil man Erfahrung mit dem Da Vinci hat, dass man denkt, man müsste mit sportlichem Ehrgeiz damit jede Operation durchführen. Das Wichtigste in der Chirurgie, ganz egal in welchem Fach, ist die Indikationsstellung. Braucht der Patient eine Operation und wenn ja, welche ist die sicherste Methode? Und gerade bei den Krebserkrankungen geht es natürlich immer darum, den Krebs so gut wie möglich zu heilen und zwar auch auf Dauer zu heilen. Und da gibt es Eingriffe, wo die Sicherheit der minimalinvasiven Chirurgie bewiesen ist. Das sind zum Beispiel die Teilentfernung bei der Niere bis zu einer gewissen Größe. Das ist das Prostatakarzinom. Aber es gibt neue Felder, wo der Benefit noch umstritten ist. Und das ist gerade die radikale Zystektomie. Das ist also die Entfernung der Blase bei Blasenkrebs. Da gibt es exzellente Zentren auf der Welt, die sowas auch mit dem Da Vinci durchführen. Aber da gibt es noch umstrittene Daten bezüglich der Rückfallquote von dem Tumor. Und deswegen ist da unserer Meinung nach noch die offene OP das Standardverfahren und wird bei uns auch so durchgeführt. Nun hat ja diese offene OP an sich ein paar Nachteile gegenüber den anderen. Also die Schnitte sind größer und vielleicht ist auch die Belastung für den Körper entscheidender. Wie fangen Sie das inzwischen ab? Ja, also natürlich ist der Wundschmerz etwas größer bei einer offenen Operation. Die Patienten liegen etwas länger im Krankenhaus, werden etwas später mobilisiert, das heißt, stehen etwas später mit Hilfe aus dem Bett wieder auf. Aber trotzdem ist es natürlich so, wenn dadurch die Sicherheit für den Patienten erhöht wird und wenn die Chance auf komplette Krebsheilung dadurch erhöht wird, wird es jeder Patient in Kauf nehmen und auch ein halbes Jahr später nicht mehr darüber nachdenken, ob er jetzt am nächsten Tag aufgestanden ist oder 3 Tage später. Und gerade bei den Krebserkrankungen gibt es ja auch immer die Möglichkeit einer anschließenden Anschlussheilbehandlung, also einer Kur in einer umliegenden Einrichtung. Und auch darüber wird bei uns und auch in jedem anderen Haus, denke ich, vom Sozialdienst informiert, wo die Patienten dann hingehen könnten. Und da steht natürlich dann auch wieder die Rehabilitation, also die Mobilwerdung des Patienten ganz klar im Vordergrund. Wenn ich da jetzt Zweifel habe, was für mich das Richtige ist, wenn ich Angst habe vor dem Roboter oder Angst vor der offenen OP, wie stark kann ich auf Sie zählen, dass ich nachher sicher bin, dass das richtig ist, was jetzt gerade mit mir passiert, während ich bewusstlos bin? Ja, also ich denke, im Vorfeld ist es ganz wichtig, gerade bei Zweifeln sich eine Zweitmeinung einzuholen. Also jeder Patient, der sich bei uns beraten lässt, wird auch immer ganz offen dahingehend beraten, dass er nochmal woanders hingeht. Und am Ende ist es viel wichtiger, der Patient fasst Vertrauen. Und wenn es eine andere Abteilung ist, die ein anderes Verfahren anwendet, dann mag das für den Patient auch sehr gut sein. Bei uns, wir stellen uns wirklich auf ganz oben an, dass wir dort eine differenzierte Entscheidung treffen und für den Patienten das Richtige empfehlen. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Vielen Dank auch. Und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf Facebook und auf YouTube. Werden Sie gesund!